Heute schauen wir uns den Feuerwehrsimulator 2014 an. Ja. Ich muss sagen, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil wir alle wissen, von was für einem Hersteller und Publisher es kommt. Ich möchte mich schlecht reden, ja. Es sind zwar vielleicht nette Spiele, aber mit Simulatoren hat das leider bis jetzt noch nie irgendwas zu tun gehabt. Deswegen hoffe ich es, dass dieser Teil, dieser Spiel richtig rocken wird. So, der B-Schlauch kann Wasserversorgungen und schon ist es weg. Okay, Spielstand wird gespeichert. Na gut, ich bin mal gespannt. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Dir teile ich heute das Wer wirft HLF dir den Florian 6 zu. Traktor an? Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll Ah, einsatzbereit gut ist. Sieht aus. Jawohl. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Okay. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen Kein darfst. Problem. So, das war's auch Jawohl. Schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Gut. Und passt auf euch auf. Das scheint der Feuerwehrkommandant zu sein. Keine Absicht. Was ist keine Absicht? Ja, egal. Ich würde jetzt mich interessieren, was für ein Wagen startet hier ständig und geht hier aus? Egal. Ja, ganz wichtig ist, ich habe das Spiel zuvor noch nicht gespielt. Ja? Also ich kenne mich wirklich Nüsse aus. Gut, okay, da kann ich schon mal was aufmachen. Ja, ist doch schon mal nett, ne? Gut, die Grafik ist jetzt nicht so die Bombe. Aber Hauptsache, der Realismus ist gegeben und der Spielspaß. Ne? Auf das kommt ja an. So, hinten können wir aufmachen. Okay, da ist ein Arztkoffer anscheinend. Hä, was für ein scheiß Auto ist das bitte, was jetzt mal an- und ausgeht? Naja, Wurst. Sehen wir uns mal um. Was haben wir hier? Können wir da drücken? Nee, wir können kein selber. Wir können nicht selber einen Alarm auslösen. Kann ich hier vielleicht schon wo einsteigen, ein Fahrzeug? Nee, auch noch nicht. Na gut, egal. So, weiter im Programm. Hier gehen dauernd ständig Türen auf und zu. Und natürlich das Auto sagt wieder mal Hallo. Ich kann's leider nicht wirklich zuordnen. Guten Morgen. Moin. Jawohl, Moinsen. Grüße. Morgen. Gut, das haben wir jetzt glaube ich schon zum 100. Mal durch, Moin. Das Morgen. Ja, morgen, mein Herr. Entschuldige. Hallo? What the fuck? Was ist denn los? Bleib mal geschmeidig. Ah, mal kurz gegen die Wand laufen. Ja, das ist gesund. Jawohl, hier der mysteriöse Motorsound wieder am Start. Ja, die Pflanze sieht etwas traurig aus, ich weiß. Gut, können wir hier rein? Jo, ja. Ist das vielleicht mein Büro? Kann ich irgendwas managen, Notrufe entgegennehmen? Nein. Nee, kann ich nicht. Okay. So. Oh mein Gott, Alarm. Okay, der Einsatzkräfte. Kommt, wir wollen hier nicht auf Rente gehen. Alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 6 an Leitstand. Melde Einsatz. Okay, Florian 6, ich denke mal, das wird mein Fahrzeug sein. So, wo ist der Florian? Das ist die Werkstätte. Okay. Gut, na, machen wir uns mal lieber auf den Weg zum Einsatz. So, Florian 6. Ja, da haben wir doch die 6. Gut, ich denke mal, das wird jetzt mein Wagen sein. So, geht die Karre jetzt auch auf? Nö, doch. Oder? Ja. Oh, okay. Machen wir mal. Mit V mache ich das Blaulicht an und B wird wahrscheinlich die Sirene sein. Dann habe ich hier noch das Licht, eine Hupe. Ah, okay, gut. Die F-Tasten, da verändere ich meine Ansicht. Was bedeutet das Plus? Weil es wahrscheinlich der Balken die Zeit, dass man überbleibt. Obwohl. Du solltest vielleicht mal das Martinshorn einschalten. Die wird weniger. Naja, egal. So, gut. Auf geht's. Oh, er schwitzt schon, der Kollege. Er weiß, was im Blut mit mir. Okay. Ich möchte jetzt eine vernünftige Ansicht haben. Nee, so viel, das ist ja auch nicht besser. Nee. Ja, nein, bleiben wir es. Ja, doch so. Egal. Sehr schön. Der Seitenspiegel simuliert Schnee. Oder Schmutz. Keine Ahnung.
Gut, der geht vielleicht ausgetauscht. Naja. Übrigens auch nochmal meine persönliche Geschichte zur Beförderung. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Ah, ich habe jetzt schon eine Beförderung verdient. Was geht mit dem Kollegen ab? Weiß der etwas, was ich nicht weiß? Naja, gut. Ich habe den Einsatz noch nicht einmal beendet, aber ich. Ja, er redet schon von der Beförderung, dass ich mir die verdient habe. Okay, gut. So, das ist. Falsche Richtung. Oh nee, falsche Richtung. Was ist das jetzt? Eine unsichtbare Wand? What the fuck? Ja, tatsächlich, eine unsichtbare Wand. Gut. Ja, da kommen wir auf jeden Fall mal nicht weiter. Und jawoll! Ich stehe hier nur mit Blaulichten, mit Sirene und fahr's mir voll in die Karre rein. Alles klar, Kollege. Mach deinen Führerschein neu. Hammerhart. Gut, die Steuerung ist sehr bedürftig. Aha. Guten Morgen. Gescheitert. Zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Dir teile ich heute das HLF Florian 6. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu mit Ihnen, Herr Feuerwehrkommandant. Und voll einsatzbereit ist. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Ah, das dachte ich mir schon. Dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. So, das war's auch. Jawohl, so, jetzt geht's wieder los. Die Motorgeräusche und guten Morgen. Passt auf euch auf. Moinsen, morgen, hallo, morgen, komm. Wie geht's? Jawohl, gut. Ah. Oh, Nudats haben wir auch dabei. Kann ich jetzt kommen? Ich möchte mal Florian 6. Nee, geht wahrscheinlich erst, wenn ein Einsatz gestartet wird. Egal. So, da kann ich. Ah, da kann ich die Minimap-Raten rauszoomen. Gut, dann weiß ich das nächste Mal, wo ich hin muss. Beziehungsweise folge einfach den Kollegen. So, Abrüstfahrzeug. Aha, okay. So, Feuerlöscher, was haben wir hier? Leere Feuerlösche. Und zwar, ach, das ist doch immer eine nette Idee. Ich muss hier die Feuerlösche dann selbst austauschen. Was haben wir hier? Öl? Ah, Motoröl. Kann ich auch nachfüllen in den Fahrzeugen. Okay. Ja, das finde ich ja, ne? Finde ich nett. Nette Idee. Dass da auch Fahrzeugwartung dabei ist. Ja, dann hauen wir da mal ein bisschen was rein, ne? Aber wo kommt das da rein, das Fahrzeug? Ah, hier haben wir hier Gasdingens. Guten Morgen. Okay, also die Grafik sieht echt schrecklich aus. Nur mal zu den beiden. Aber wie gesagt, es kommt ja nicht immer nur auf die Grafik an. Ne? Es kommt auf den Spielspaß an. Und bis jetzt sieht das, ja, recht lustig aus. Moin. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wo ich das Öl hin auffüllen darf. Vielleicht hin. Nee, hier ist die Wasserpumpe, denke ich mal. Nee, da gibt es auch nichts mit Öl. Was haben wir denn hier schönes versteckt? Da sind Schläuche drin. Okay, Absperrhütchen, Feuerlöscher. Was haben wir denn hier? Mit Ölbindemittel lassen sich die Öldingens hier wahrscheinlich. Genau. Alles klar. Ja, coole Sache. Ich kann ins Fahrzeug einsteigen? Hä? Warte mal. Ich kann... Er hat mir doch gerade eine Aktion vorgeschlagen. Vorne beim Kühlergrill. Habe ich jetzt umnachgefühlt? Okay, ich möchte ins Auto rein. Hallo. Ich habe einen Einsatz. Solange da noch Gerätschaften... Oh, nein. Wie lüge ich jetzt diese verdammte Ölkanne weg? Leute, ich habe einen Satz. Nimm mir das Öl ab. Oh, ich muss das jetzt echt wieder ins richtige Regal bringen. Mein Gott. Das würde doch kein richtiger Feuerwehr machen. Das hätte ich einfach in die Ecke gepfeffert. Gut. Egal. So, jetzt rein in die Karre. So, Blaulicht und Martinson. So. Schauen wir jetzt erst einmal, was in Richtung die Kollegen fahren. Nach rechts. Ja, da bin ich ja vorhin komplett falsch gefahren. Aber jetzt schließe ich mich an und jetzt da geht's los. Auf zum Brand. Aber dieser Balken hier mit dem, also dieser grüne Balken rechts oben, ich verstehe den nicht. Da verändert sich hier gar nicht. Na, egal. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um unseren Brand. So, links unten im Himmel sehe ich auch etwas blinken. Ein rotes Kreisele. Das scheint auch mein Ziel zu sein. So, ich verstehe leider echt nicht, was mein Kollege die ganze Zeit hier mir erzählen will. Ist leider etwas zu leise geraten, die Sprachausgabe.
Aha, okay, ich werde jetzt quasi irgendwo hin teleportiert. Mehr oder weniger. So, schon mal auf die Minimap. Okay, alles klar. Also ich wurde jetzt quasi in ein anderes Stadtteil oder Landgegend versetzt. So, was haben wir hier rechts? Die Geschwindigkeitsanzeige. Links habe ich den Benzinstand und rechts, wenn ich mich nicht irre, dürfte das das Wasser sein, was ich in meinem Wassertank habe. Ich denke mal, tanken muss ich auch. Genauso wie das Wasser nachfüllen. So, Öl hatte ja frisches drin, habe ich ihn ja vorher gut gegeben. Florian 6 am Leitstand. Wir sind da. Einsatzort eingetroffen. Ah, da sind schon die Kollegen vor Ort. Der eine ist schon am Feuerwehrwagen zu Gange. Da erleben der Kollege zu Hilfe. Ja, coole Sache. Nice. Da brennt es aber ganz ordentlich. So, ja, was macht jetzt das Feuerwehrmann? Ich würde mal sagen, Schlauch nehmen. Oder, nee, jetzt setzen wir Gasmaske auf. Ja, komm, komm, aufsetzen. Aufsetzen? Ja, sehr gut. So, jetzt brauche ich einen Schlauch. Das war ja auch auf der anderen Seite. So, Gasstutz ist oben, Schlauch nehmen. Ja, oh, komm, nimm doch. Wir haben doch keine Zeit zu verlieren. So, kann ich das mit dem hier kombinieren? Weil da ist die Düse oben. Nee, na gut, vielleicht muss ich das erst nochmal ausrollen. Wo ist ein Hydrant? Oh, ach, der stellt aber die Hütchen dort auf. Das ist immer richtig geil. Der eine sichert ab, der andere löscht. Hä? What the fuck? Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Der hat keinen Schlauch. Also er löscht das Feuer ohne Feuerwehrschlauch. Ja, vielleicht ist das ja auch schon die Hightech-Ausrüstung der Zukunft, der sogenannte WLAN-Feuerwehrschlauch. Ja, auch den habe ich hier gerade in der Hand. Ja, Entschuldigung, Wireless-Wasserschlauch. Das wird es wohl sein. Ja, definitiv, Wireless-Wasserschlauch. Ja, cool. So viel zum Thema Simulation. Hier kann nicht einmal ein Schlauch simuliert werden. Na, egal. An dem hänge ich mich jetzt halt auf. Aber wo kann ich das jetzt anstöpseln? Wo ist hier ein Hydrant? Hier wird mal hier auf der Karte angezeichnet. Ich finde ihn nicht. Ich scheiße jetzt drauf und werde das jetzt wieder abhängen. Und werde jetzt einfach den anderen Schlauch nehmen. Und werde den da anhängen. Gut, machen wir das Ganze halt ohne Feuerwehrhydranten. So, ran damit. Ach, nee, da muss ich die andere Düse nehmen. Okay, alles klar. So, jetzt aber los hier. Komm. Go, go, go. Brandgefährliche Mission. Brand heiß. Oh, geht ja gut weg, das Feuer. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass es nicht ein bisschen angekokelt ist, das Ganze. Naja. Gut, weil jetzt müsste das ein bisschen alles etwas angeschwärzt sein. Was sagt denn der Kollege dazu? Oh, dem ist es egal. Da ist doch kein Feuer mehr drin. Was ist denn los? Ist doch alles gut. Oder? Brennt der hier noch was? Nö, Glut sehe ich auch keine. Wir haben ja noch ein bisschen rein hier im Container. Florian, war doch noch was. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hier coole mit Sache. Oh, mein erster Einsatz und gleich noch so professionell gelöst. Ich bin stolz auf mich. Ah, cool. Links unten ist die. Rechts unten war die Wasseranzeige übrigens, was ich noch im Fahrzeug drin habe. So, jetzt wird alles schön einpacken, wie es gehört. So, machen wir hier zu. Zack, so. Die Gasdingens brauche ich jetzt ja nicht mehr. Na. Nö, ich möchte es jetzt da reinlegen, hallo? Ah, ich muss das auswählen, okay. Kann ich das jetzt wieder reinlegen? Ja, jetzt bin ich los. Okay, alles klar. So, gut, machen wir zu und würde sagen, wir rücken ab hier. Gut. Oder auch nicht. Hallo? Gehst du auf? Komm. Ja, brav. Gut, die Kollegen scheinen da hinten noch etwas, weiß nicht, ratlos zu sein, verwirrt. Oder bauen die jetzt auch ab? Was machen die da jetzt? Die laufen alle zum Wagen hin. Gut, darauf reagieren sie auch nicht. Na, egal. Lassen wir die einfach mal machen. Oh, ich habe hier noch die Seite offen. Die sollte